Hervorgerufen durch Erosion und Witterung nahm das Feldsturzrisiko auf der deutschen Bundesautobahn zwischen Bamberg und Bayreuth in den vergangenen Jahren erheblich zu. Um das Risiko für die Verkehrsteilnehmer wieder zu minimieren, wurden im vergangenen Sommer Feldsicherungsarbeiten durchgeführt. Mit diesen Arbeiten wurde Felbermayr Spezialtiefbau beauftragt. Obwohl Feldsicherungsarbeiten vordergründig gut ausgebildete Mitarbeiter erfordern, ist auch immer wieder das eingesetzte Gerät von besonderer Bedeutung. So war es auch bei der bis zu 25 Meter hohen Felswand zwischen den nordbayerischen Städten Bamberg und Bayreuth. Für die Sanierung waren nur 8 Wochen zur Verfügung. Um den äußerst kurzen Termin einhalten zu können, kam von Felbermayr der sogenannte Bohr-LKW zum Einsatz. Diese Felbermayr-Entwicklung verfügt über einen 32 Meter langen Teleskoparm. Darauf kann man eine Bohrlafette mit Hydraulikbohrhammer anbringen oder ganz gewöhnliche Hubarbeiten wie mit einem Ladekran durchführen. Um die Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten und die Arbeiten in der vorgegebenen Bauzeit fertigzustellen, verfügte dieses Multifunktionsgerät über optimale Bedingungen. Aber auch der Einsatz von Arbeitsbühnen erleichterte die Arbeiten an der steil abfallenden Wand erheblich. Doch zunächst mussten auf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern Rodungs- und Felsberäumungsarbeiten durchgeführt sowie ein veralteter Schutzzaun entfernt werden. Neben dem händischen Räumen der als Weißer Berg bekannten Felsböschung wurde auf einer Länge von rund 1.400 Metern etwa 1.200 Bohrungen für die bis zu 4 Meter in den Fels reichenden Anker durchgeführt. Nach dem Einsetzen der Anker wurden die Bohrlöcher mit Zementsuspension verfüllt. Danach wurde das Netz über die poröse Kalksteinwand gespannt, vernäht und mittels sogenannter Krallplatten an den Ankern fixiert. Finalisiert wurde die Felssicherung mittels Stahlseilen über den Netzflächen, womit Traglast und Stabilität zusätzlich erhöht werden. Alles in allem umfasste die Fläche der Felsvernetzung mit mehr als 7000 Quadratmetern etwa die Fläche eines Fußballfeldes. Nach weniger als 8 Wochen Arbeitszeit waren die Felssicherungsarbeiten an der stark frequentierten A70 beendet und die für die Baustelle eingerichtete Umleitung des Verkehrs konnte wieder aufgehoben werden.